Wiener Lebensgefühl um 1900. Unterschiedliche Trachten, Sprachen und Berufe. Also vielen Tschechen, die nach Wien gekommen sind, war es wichtig, nicht in der Fabrik zu arbeiten. Sie wollten nicht deklassierte Fabrikarbeiter werden. Das Haus Habsburg regiert 10 Kronländer, in denen über 15 Sprachen gesprochen werden. Wien war auf jeden Fall die zweitgrößte tschechische Stadt in der Zeit. Damals gibt es noch keine Ungarn, Slowaken oder Tschechen. Man lebt schlicht unter Habsburgs Krone. Und aus den Kronländern zieht es Menschen aus allen Himmelsrichtungen in die Residenzstadt. Dort, in den Palais, in den Fabriken, in den Wirtsgärten, entsteht der sogenannte Geisteskontinent Österreich. Wien ist um 1900 auch eine böhmische Stadt und das kann man an den unterschiedlichsten Dingen bemerken. Angefangen vom Pilsner Bier und den Buchteln oder an den vielen böhmischen Tageszeitungen. Und auch im Wienerischen erkennt man noch heute unsere tschechischen und slowakischen Wurzeln. Ähnliche Wörter, die eben auf Slowakisch und Österreichisch ähnlich wirken oder klingen, sind zum Beispiel Paradajki, Paradajsa oder Palacinki, Palacinken. Oder Kulacze, Buvidl, auf Lepschi gehen, Feschak und Čoperl. Der böhmische Einfluss auf Wien ist nicht zu unterschätzen. Mitte des 19. Jahrhunderts kommen 22% der Wiener aus dem Gebiet der böhmischen Kronländer. Es sind Handwerker, vor allem Schuster und Schneider und natürlich Dienstpersonal. Bis 1890 wächst der Anteil tschechischer Wiener auf 28%. Da handelt es sich vor allem um Ziegel- und Hilfsarbeiter. Um die 400.000 Tschechen leben nun in Wien. Es könnten aber bis zu 200.000 mehr sein, denn tschechisches Dienstpersonal wird oft als deutschsprachig geführt, nur weil seine Herrschaft Deutsch spricht. Es gibt nur eine Kaiserstadt, es gibt nur eine Wien. Die Wiener sind draußen, die Böhmen, die sind drin. Im Gegenzug ist die deutsche Sprache in Böhmen stark verbreitet. Prag war eine Stadt, in der viele tschechischsprachige Menschen gelebt haben, aber fast alle konnten auch Deutsch. Ja. Und wenn man in Prag in ein Kaffeehaus gegangen ist, sah man dort natürlich tschechisch, aber auch deutschsprachige Zeitungen, wobei die Deutschsprachigen in der Mehrheit waren. Es ist die Zeit der Vielvölkermonarchie. Die Wiener Tschechen sind Untertanen des Hauses Habsburg. Ab 1848 regiert Kaiser Franz Josef die habsburgische Monarchie. Während seiner Herrschaft verschieben sich die Grenzen immer wieder und damit auch die Herkunft der Menschen, die es nach Wien zieht. Das färbt auf das Lebensgefühl in der Stadt ab. Kaiser Franz Josefs Krone vereint Menschen unterschiedlicher Ethnien, aber sie unterwirft sie auch. Die Tschechen gelten in Wien als Menschen zweiter Klasse. Die Slowaken wiederum gelten noch nicht als Slowaken. Diese Zuschreibung gibt es noch nicht. Sie sind slowakisch sprechende Ungarn. Ein doppelt schweres Los unter dem Doppeladler. Also Österreich galt immer als Vielvölkerstaat, ja, mit vielen Völkern und vielen Sprachen. So auf der ungarischen Reichshälfte war das aber nicht so. Ja. Das war nicht als Vielvölkerstaat gedacht, sondern als magyarische Nation. Ja. Und die wollten, dass alle Ungarisch reden, dass alle Ungarisch denken. Ja. Die haben dann sogar verlangt, dass Slowaken zum Beispiel ihre Namen ändern. Ja. Also auf irgendetwas Ungarisch Klingendes. Oder dass Ortsnamen auch auf Ungarisch umgenannt werden. Über die verschiedenen Berufe der Tschechen und Slowaken kann man in diesem bebilderten Buch nachlesen. Und vor allem das Besondere daran ist, man zeigt Wien nicht nur jetzt Adelige oder Künstler, sondern man zeigt auch, wie das normale Volk, wie man damals gesagt hat, gelebt hat, gearbeitet hat. Da gibt es eben dann noch sehr schöne Darstellungen von den Wäschermehl, alles natürlich verklärt worden mit den ganzen Filmen der 50er, 60er Jahre, dass das eine extrem schwere Arbeit war natürlich, ohne Waschmittel, damals nur Seife, Gallseife, alles händisch. Da sieht man zum Beispiel so ein Wäschermadel, also die hat da sicherlich 20, 30 Kilo tragen müssen. Oder ein Slowake im Sonntagsstaat,
Im Sonntag konnte man seine Tracht tragen im Prater, man konnte sich gegenseitig erkennen. Was heißt erkennen? Dass man weiß, aus welcher Himmelsrichtung der Monarchie man gekommen ist. Die Böhmen sieht man überall auf den Straßen. Sie verkaufen kandierte Früchte, Kräuter und Waren aller Art in ihren Bauchläden. In den Straßen von Wien erkennt man das tschechische Erbe am tschechischen Löwen und am Wappen von Mähren an der Pestsäule. Zu den wichtigsten böhmischen Adelsfamilien gehören Harrach, Liechtenstein, Lobkowitz, Schwarzenberg oder Kinsky. Eine prominente Kinsky ist Bertha von Suttner. Von Beruf sind Adelige meist Beamte, Kirchenvertreter oder beim Militär. In Wien haben sie ihre Palais, um bei Hof ihr Land zu vertreten. Daheim in Böhmen vertreten sie die Interessen des Hofes. Auch gegen die aufständischen Ungarn stehen die böhmischen Adelsfamilien dem Hause Habsburg zur Seite. Aber sie verfolgen auch ihre eigenen Interessen. Die Großagrarier waren wieder eher daran interessiert, dass die Lebensmittelpreise hoch sind oder dass man sich durch Importzölle vom Ausfall vor günstigerer Ware schützt. Und das war natürlich auch immer ein großes Thema, ne? Dass diese Aristokraten oder die Preise irgendwie versuchen hochzuhalten. Gibt es dann Teuerungsunruhen, die auch gewaltsam gewesen sind, also weil die Fleischpreise so hoch sind und weil die Großagrarier, wenn man so will, oder denen hat man vorgeworfen, dass sie daran interessiert sind, dass man günstigeres Fleisch zum Beispiel aus Argentinien nicht importiert und eben damit man quasi ihre Ware kauft. In den Straßen von Wien hört man um 1900 immer wieder die klappernden Hufe eines besonders wertvollen tschechischen Kulturguts, der Kladruber Pferde, eine heute seltene Gattung. Die weißen Kladruber werden eigens dazu gezüchtet, um die Sechsspänner des Kaisers zu ziehen. Das ist der Deli und der Sali. Im richtigen Namen sind sie Generalissimus Salamanca und Favori Capriola. Vornehme Namen für blaublütige Warmblüter. Sie zeichnen sich durch ihren markanten Ramskopf und ihre starken Sprunggelenke aus. Nur große, stolze Tiere mit angeborenem Imponiergehabe kommen als Zuchtpferde in Frage. Die Monarchie hat immer geschaut, auch die Kaiserhäuser, dass sie tolle Kutschenpferde gehabt haben. Und vom Kaiser war es ein Privileg, dass er ein tolles Gespann verschenkt hat, einen Fürsten, einen tollen Feldherr. Und das war eine Auszeichnung, wenn man ein Kladruber gespannt bekam. Kein Nachteil ist es auch, dass sie verhältnismäßig wenig Futter brauchen. Peppi Leibitzeder gewinnt vor 20 Jahren mit einem Kladruber ein Einspännerrennen. Zu diesem Zeitpunkt kennt er die in Vergessenheit geratene Rasse selbst nicht. Ein Liebhaber macht ihn auf die kaiserliche Herkunft aufmerksam. Danach sattelt Leibitzeder komplett auf Kladruber um und gewinnt viele Kutschenrennen mit ihnen. Das Geschirr hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert. 300 Jahre ist es immer relativ das Gleiche. Somit ist der Zweispänner fertig angeschirrt. Und kann vor den Wagen gespannt werden. Der bleibt vorne stehen, der Krumm. Schere runterklappen. Blickrichtung der Pferde, immer in Blickrichtung der Pferde. Ja, dass man sieht, wenn die Pferde unruhig wären, das sieht man am Spiel von den Ohren, vom Kopf her. Weil wenn das Pferd nach vorne springen, muss sie sofort parieren. Und los geht's. Zu Kaiserszeiten dürfen sie am Tag nicht mehr als 50 Kilometer laufen. Dann werden sie in einer Raststation gegen ein neues Gespann ausgetauscht. Kutscher war früher ein gewöhnlicher Job. Die Fortbewegung hing eng zusammen mit dem Halten und der Pflege von Tieren. Eine komplizierte Art des Reisens, würde man heute meinen. Aber wie kompliziert erscheint den Menschen um 1900 wohl die Eisenbahn?
Die Eisenbahn vernetzt Wien mit den Kronländern. Die bessere Gesellschaft nutzt sie, um auf Winterkur oder zur Sommerfrische zu fahren. Halb Wien befindet sich zu Franz Josefs Zeiten im böhmischen Karlsbad, benannt nach Karl IV. Die einen wohnen im Luxushotel, die anderen arbeiten dort als Dienstleute. Und sogenannte Sprudelkavaliere begleiten die Damen, wenn ihre Gatten wegen der Geschäfte in Wien geblieben sind. Bevor Karlsbad die Außenstelle der Wiener Haute Volée wird, verbringt man den Sommer im obligatorischen Gartenpalais. Die tschechische Adelsfamilie Schwarzenberg hat in Wien ein Prachtexemplar eines Gartenpalais. Idealerweise ist der ganze Platz beim Palais nach dem Adelsgeschlecht benannt, der Schwarzenbergplatz. Damals liegt das Anwesen noch nicht versteckt hinter dem Russendenkmal. Doch schon im 19. Jahrhundert kommen pompöse Sommerpalais wie der Schwarzenberg aus der Mode und beginnen zu verfallen. So um 1900 war man schon hin und wieder dort, aber in Wirklichkeit hat man den Sommer im Salzkammergut verbracht. Ja. Dort sind auch keine anderen Leute mehr, die man trifft, weil die sind auch am Grundlsee. Wir besuchen das Sommerpalais im Winter. Aktuell wird das ehemals herrschaftliche Palais aufwendig renoviert. Dieses Schloss ist gleichwertig mit den großen Schlössern der Habsburger und in einer wunderschönen Ausführung. Der Marmorsaal ist der zentrale Prachtraum des Palais. Ja, das war, wie gesagt, ein Gartenpalais. Also es war primär für repräsentative Zwecke, also für Empfänge, war gleichzeitig die Botschaft Südböhmens in Wien, also in dem Sinne primär so eine Eventlokation in der barocken Zeit. Ja. Jeder Quadratmillimeter des Marmorsaals muss händisch bearbeitet werden, um zu seinem früheren Glanz zu kommen. Und der frühere Glanz sah in etwa so aus. In einem anderen Raum wird Millimeter für Millimeter ein historischer Parkettboden restauriert, den man unter einem Stabparkett gefunden hat. Ja, das sind äußerst aufwendige französische Barockböden mit 15 verschiedenen Holzsorten, von denen es manche gar nicht mehr gibt, wo natürlich auch dann die Restaurierung sehr aufwendig ist. Eine Frage von Wochen? Nein, das dauert mehr ein halbes Jahr bis ein Jahr. Und bis dahin ist wieder Sommer im Sommerpalais. Das Dienstpersonal lebt auch im Palais, aber in einer Parallelwelt. Ja, das Dienstpersonal sollte man weder hören noch sehen. Also das sollte einfach nur die Arbeit verrichten. Es sollte eigentlich nicht einmal das, man sollte einfach nur das Ergebnis dieser Arbeit wahrnehmen können. Aber wie die das machen, wo die das machen, das war kein Thema. So ein Bett hat sich im Allgemeinen ganz oben unter dem Dach befunden, wo die Dienstbotenquartiere gewesen sind. Es war natürlich auch unangenehm. Es war im Sommer wahnsinnig heiß, im Winter eiskalt. Ganz nah an den Feiernden im Marmorsaal, aber doch ganz fern wohnt das Personal. Eine Etage weiter oben. Über eine einfache Wendeltreppe erreicht man die Personalräume im Obergeschoss. Die Dienstboten reisen von Tschechien mit nach Wien, denn sie gehören zur Entourage. Drunter ist der Marmorsaal, ja? Hier oben befinden wir uns im Moment. Die Fenster im Dachgeschoss sind die einzigen originalen Barockbögen mitsamt den originalen Beschlägen. Natürlich auch von Hand restauriert. Die Deckenhöhe ist deutlich geringer als im Marmorsaal, aber es ist trotzdem ein schöner Raum. Also der Blick ist natürlich wunderschön. Das Palais Schwarzenberg wird anfänglich von Heinrich Franz von Mansfeld erbaut. Er steht im direkten Wetteifer mit dem Grundstücksnachbarn, Prinz Eugen. Es war natürlich eine starke Rivalität des ursprünglichen Bauers, des Grafen Mansfelds, mit dem Prinz Eugen, da die sich gegenseitig nicht wirklich mochten und natürlich sich auch gegenseitig
übertreffen wollten. Gleichzeitig aber natürlich eine komplette Abtrennung der beiden Objekte. Es gibt keine einzige Verbindungstüre und fast keine Fenster jeweils zum anderen Objekt. Und so entsteht in unfreiwilliger Zusammenarbeit eines der größten Barockensembles Europas. Ein großer Aufwand für einen Bau, den man nur hin und wieder tagsüber nutzt. Zum Wohnen haben die Schwarzenbergs nämlich ein zweites Palais am Hohen Markt, quasi ums Eck. Der Fußweg werden sein 2000 Meter oder so. Ja. Doch zu Fuß ging man nicht. Anzunehmen. Darum gibt es die Ehrenhöfe für die achtspännigen Kutschen. In den Küchen arbeiten die mythenumsponnenen böhmischen Köchinnen. Doch sie werden keineswegs wegen ihrer guten böhmischen Rezepte beschäftigt, sondern weil sie effektiv und mit viel Vorausplanung die Küche managen. Gekocht wird nach den Kochbüchern der Herrschaft. Von Buchteln, Krautrouladen bis zum Schweinsbraten. Menüpläne, die sich markant unterscheiden von denen der einfachen Leute. Die Herrschaft ist die heute noch bekannten Signalspeisen der Wiener Küche. Das Gesinde bekommt die Reste der Verwertungskette. Das gilt auch für das Rind. Alles, was das Rind betrifft, wird verwertet. Die Innereien, die kriegen dann die sozialen Schichten, die eher sozusagen am unteren Rand stehen. Das bleibt dann gerade noch übrig. Also Innereien ist nichts, ist keine Signalspeise, die jetzt auf eine Nation hindeutet oder eine Sprache, es ist arme Leute essen. Also das ist dann kein, das ist jetzt ungarisch oder böhmisch oder sonst irgendwas. Ja? Über das redet man gar nicht. Über diese Peinlichkeiten der Armut. Die einen waren oben, die anderen waren unten. Die einen haben sie bedienen lassen, die anderen haben bedient. Also es war damals die Schere zwischen Arm und Reich, war gigantisch natürlich. Ab 1850 kommen immer mehr Zuwanderer aus den Kronländern nach Wien. Als Kleinhäusler kann man die Familie nicht mehr erhalten und in der Stadt gibt es Arbeit. Aus dem sogenannten Dorfproletariat entsteht eine neue Gesellschaftsschicht, die Arbeiterklasse. Für sie ist Wien eine verwirrend moderne Welt. Aber von den großen geistigen Umwälzungen der neuen Zeit kriegen gemeine Dienstmädchen nicht viel mehr mit, als sie auf Plakatwänden in den Straßen sehen. Wie hier an der Mauer des Palais Schwarzenberg. Es gibt einfach völlig neue Dinge, für die geworben wird, wie Aufklärungsabende, obwohl sie sich darunter sicher nichts vorstellen haben können. Oder ein Scheusal von einem Haus. Ja, also sie haben auch sicherlich nicht gewusst, um welches Haus es da geht. Aber man hat zumindest gesehen, aha, das klingt alles ganz merkwürdig. Also ein Originalgemälde von Klimt, wie es damals in der Sezession oder so ausgestellt war, das hätten die niemals gesehen. Ja? Und sie haben auch keine Symphonie natürlich von Mahler gehört. Also die einzige Möglichkeit mit diesen ganz, ganz neuen Trends, die da rundherum im Entstehen sind, das haben sie bestenfalls anhand einer Litfaßsäule oder Plakatwand wahrnehmen können. Zu den vielen tschechischen Dienstmädchen und Handwerkern kommen ab 1850 tausende tschechische Saisonarbeiter und Arbeiterinnen nach Wien. Die Basteien werden abgerissen, die Ringstraße und die Bahnhöfe mit ihrer Arbeitskraft erbaut. Jeder Ziegelstein wird in den Vororten, vor allem am Wienerberg, von Hand geformt. Und auch die Anzahl tschechischer Lehrlinge steigt immer mehr an. Sie dominieren bald viele Handwerkssparten. Also die Lehrbuben, sofern die aus den böhmischen Ländern waren, das war ein eigenes System. Ja, also da gab es Werber. Also Anwerber, die sind meistens so nach der Ernte, also im September, wenn die tschechischen Mädchen und Buben bei ihren Familien einmal die Arbeit am Land getan haben. Das war ja teilweise ein sehr agrarisches Land. Ja. Dann sind diese Werber hauptsächlich aus Wien eben dorthin gegangen und haben dann die jungen Mädels und Buben abgeworben, um sie in Wien in Lehre zu geben. Ja. Und das war ein finanziell gut durchorganisiertes System, weil die Väter haben ein Geld bekommen, die Kinder weggegeben haben. Ja. Die Meister, die Kinder dann ausgebildet haben, haben ein Geld bekommen. Der Werber selber hat natürlich auch ein Geld bekommen, der da die Kinder über die Grenze
in dem Sinn gab es ja nicht, aber halt trotzdem in eine andere Stadt führt und dergleichen. Und dann gab es unglaublich viele Lehrbuben und Lehrmädchen. Und es ist auch klar, je mehr Personal es gibt, desto schlechter wird es natürlich behandelt. Sie müssen schwerste Arbeit verrichten und schlafen bei den Tieren. Unter ihnen befindet sich auch ein junger Mann namens Karl. Er ist eines von 17 Kindern einer bitterarmen mährischen Familie. Mit den älteren Brüdern muss er ums tägliche Brot raufen. Im Sommer verdingt er sich als Tagelöhner. Weder Bett noch Würde ist in der Entlohnung enthalten. Karl hat aber Glück. Er wird gefördert und kann maturieren. Von diesem jungen Mann wird man später noch hören. Circa 2/3 der Tschechen, die nach Wien kommen, können kein Deutsch und gehen nur wenige Jahre in die Schule. In Wien können sie sich in einem der vielen 100 tschechischen Vereine vernetzen, wie zum Beispiel im Sokol-Sportverein. In anderen lernen Erwachsene schreiben und lesen. Und auch für die Kinder startet man tschechische Schulen, denn in der Regelschule sind sie nicht gut aufgehoben. Die Kinder sind in die Schule gekommen, die sind nach hinten gesetzt worden, niemand hat sich um die gekümmert. Also es war eigentlich wichtig, dass man andenkt, dass auch von der Community, dass man irgendwie Hilfestellungen gibt. Solange die Böhmen nur brav arbeiten, werden sie kaum beachtet. Aber sobald sie anfangen, Vereine und Schulen zu gründen und sich politisch zu organisieren, trifft sie die Feindschaft der Wiener Gesellschaft, insbesondere die des Wiener Bürgermeisters Luiger. Es gibt zwar diesen immer wieder zitierten Spruch, lasst meine Tschechen in Ruhe. Damit will er die vielen tschechischen Kleingewerbler für sich gewinnen. Denn ab 1897 wird das allgemeine Wahlrecht eingeführt, zumindest für Männer. Aber mit Einschränkung. Die Stimme eines gemeinen Mannes zählt nur ein Bruchteil im Vergleich zur Stimme eines Großgrundbesitzers. Also zunächst ist er ein großer Kämpfer für mehr Wahlrecht. Und wie er dann seine Klientel versorgt hat, hat er sich sehr darum bemüht, dass das Wahlrecht nicht weiter ausgedehnt wird. Er hat eigentlich, wie soll man sagen, mindestens die Hälfte der Bevölkerung ausgegrenzt. Ja. Aber nachdem das Wahlrecht politisch aus unserer Sicht unfair war und nur bestimmte Leute Wahlen wählen durften, ist seine Rechnung aufgegangen. Karl Luiger propagiert die deutsche Leitkultur in einem Vielvölkerstaat, in dem nur ein Viertel Deutsch spricht. Jeder Bürger aus den Kronländern hat dieselben Rechte, kann einen Verein oder eine Schule gründen. Aber er erlässt, dass Tschechen einen Schwur auf das Deutschtum leisten müssen, wenn sie ein Wiener Aufenthaltsrecht haben wollen. Und seine Hetze gegen Tschechen hört damit nicht auf. Die Art, wie jetzt auch Tschechen abgewertet worden sind und wie soll man sagen, riesenhaft auch diese Abwertung stattgefunden hat, ist uns heute wahrscheinlich kaum mehr so richtig bewusst. Ja. Also ganze Zeitschriften haben sich eigentlich hauptsächlich nur dem Thema gewidmet. Ja. Die wurden als hinterhältig dargestellt, als natürlich auch übelriechend. Also all diese ganz negativen Stereotypen, auch natürlich das sogenannte Böhmakeln, das auch verspottet, karikiert worden ist. Den Hetzreden von Karl Luiger folgen Taten. Man sieht, kauft nicht bei Tschechen Schilder in den Straßen und es kommt zu Gewalt. Man weiß immer wieder, dass deutschnationale Gruppen, insbesondere Burschenschaften und so weiter, immer wieder auch Übergriffe begehen auf tschechische Einrichtungen, oder auf tschechische Kulturvereine oder auf tschechische Schulen und so weiter. Also da gibt es schon sehr viel Konfliktpotenzial. Ja. Und auch der tschechische Adel wird zunehmend kritischer gegenüber dem Haus Habsburg. Die Tschechen haben das nie verkraftet, was durch den Ausgleich passiert ist. Nicht? Dass Ungarn, das ja gegen die Habsburger gekämpft hat, ja, dass die ganze Revolution von 1848 bis 1850 noch hinausgezögert hat und ständig neue Aufstände und so weiter den Franz Josef abgesetzt hat und so weiter. Ne? Während die Tschechen, die immer auf der Seite der Habsburger waren, die gehen leer aus, ne? Während die Ungarn alles kriegen. Also es ist vollkommen verständlich, dass dieser Nationalitätenkonflikt sich bis 1914 natürlich immer mehr aufgebauscht hat. Und er ist absolut nicht gelöst worden, in keiner Hinsicht. Mitten in diesen unruhigen Zeiten arbeitet das ungarische Stubenmädchen Luise im 8. Wiener Gemeindebezirk. Dort trifft sie auf Karl. Der mährische Bursch ist mittlerweile ein tüchtiger Jus-Student. Ihnen widerfährt, was viele in Wien um 1900 durchmachen müssen.
Karl und Luise verlieben sich, doch für die zwei ist eine Heirat ausgeschlossen. Auch als sie Eltern der kleinen Leopoldine werden, kann das Paar keine Familie gründen. Nur weil man ehewillig ist, ist man nicht eheberechtigt. Wenn du ehewillig warst, musstest du einen Zettel ausfüllen und da mussten die Einkommen sowohl von dir als auch von der Braut, aber auch zum Beispiel von den Eltern des Ehepartners angegeben werden. Und wenn da irgendwas nicht hoch genug ist, hat man gesagt, kommen sie nächstes Jahr wieder. Ein schwerer Weg liegt vor ihnen. Die kleine Leopoldine kommt zu einer Kostfamilie ins Burgenland. Aber das ist kein ungewöhnliches Schicksal. Im 19. Jahrhundert werden bis zu einem Drittel aller Kinder im Findelhaus auf die Welt gebracht. Noch schlimmer ist es um die tschechischen Saisonarbeiter bestellt, die jedes Jahr zu Fuß nach Wien zu den Ziegelwerken wandern. Eine Zugkarte können sie sich nicht leisten. In den Behausungen grassieren Krankheiten, auch Kinder müssen schuften, das Arbeitsgelände darf nicht einmal nach der Arbeitszeit verlassen werden. 1895 gehen 10.000 Ziegelarbeiter auf die Straße. Den darauffolgenden Polizeieinsatz überleben einige nicht. Erreicht werden 15% mehr Lohn, freier Sonntag und Anerkennung der Gewerkschaft als Verhandlungspartner der Unternehmerseite. Ein historischer Erfolg der Wiener Tschechen. Und was wäre Wien ohne die Tschechen? Um die 50% der Wiener und Wienerinnen haben den einen oder anderen tschechischen Vorfahren. Bis heute pflegen Tschechen und auch Slowaken ihre Traditionen in Wien. Wie zum Beispiel beim Volkstanzfest in der St. Ulrichspfarre. Die Polka ist ein böhmischer Tanz, aber er verbreitet sich ab 1830 in ganz Europa. Um 1900 führt man die Tracht sonntags im böhmischen Prater aus, um sich von seiner besten Seite zu zeigen und weil man anhand der Tracht Menschen aus der Heimatgegend erkennen kann. Denn die Stickereien können wie Landkarten gelesen werden. Sie fahren 5 Kilometer weiter zum anderen Dorf, haben schon komplett andere Trachten. Das heißt, es ist so unterschiedlich und bunt. Die Trachten sind heute schwer zu finden und müssen von kundigen, meist älteren Frauen in Handarbeit geflickt oder gestickt werden. Wie damals näht man auch heute schweres Papier unter den Rock, damit er besser schwingt. Was vielleicht besonders ist, dass man natürlich auch Kopftuch trägt, wenn man verheiratet ist. Davor trägt man ja nur so Schleifen, ne, so farbige. Damals wie heute wird bei tschechischen und slowakischen Volksfesten Segediner Gulasch mit böhmischen Knödeln angeboten. Diese werden nicht aus Semmelwürfeln gemacht wie die Wiener Semmelknödel, sondern mit Germ. Und eine andere böhmische Speise, die bis heute beliebt ist, sind Germknödel. Ein Germknödel war früher ein typisches Freitagmittagessen. Das hat es eigentlich auch alles gegeben, dass wir so süß waren als Mittagsessen. Das war bis in die 80er Jahre war das eigentlich nur üblich. Was um 1900 in tschechischen Arbeiterfamilien mehrmals die Woche am Tisch steht, sind Povideltatschkeln. Wie werden die gemacht? Also zuerst einmal gute oberösterreichische Erdäpfel kochen und dann auspressen mit der flotten Lotte. Auskühlen lassen, dann den Teig zubereiten. Ich kann das nicht so gut. Ungefähr 100 Gramm Mehl. Ich glaube, dass ein bisschen mehr ist, aber... Werner, geh runter. Schau mal, warte, ich glaube, du brauchst mehr Mehl. Wie immer gilt, keine Meisterin ist vom Himmel gefallen. Ich habe Mehl, ein bisschen Gluten zu. Schau jetzt mal. Gut, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen Teig. Nein. Du arbeitest an dem, das ist deines. Ja. Hey, das ist nicht gescheit zu, Schatz. So geht's nicht. Das ist nicht von mir. Die waren aber nicht von mir.
Hat man die Datschkerln schließlich ohne Bruchstelle zusammengeheftet, werden sie einige Minuten gegart. Währenddessen Butter, Zucker und Brösel anbräunen und dann die Bovidl-Datschkerln darin wenden. Und essen. Mahlzeit. Dankeschön. Köstlich. Und warum stehen Bovidl-Datschkerln heute eher selten am Esstisch? Weil viel Arbeit ist. Während Tschechen und Slowaken um ein besseres Leben in der Stadt kämpfen, darf eine andere Volksgruppe lange Zeit nicht einmal uneingeschränkt in die Stadt einreisen. Beppo Haubenwallner hat 40 Jahre ein ganzes Dorf mit historischen Baustoffen aufgebaut, um festzuhalten, wie wir früher gelebt haben. Und er hat für sein Museumsdorf vor vielen Jahren zwei originale Roma-Wägen angekauft. Dann habe ich mit den Roma verhandelt und habe gesagt, gut, ich kaufe euch ein Gartenhaus und dafür kriege ich deinen Roma-Wagen. Und das war ein ganz gutes Geschäft. Die haben gesagt, puh, der nimmt unseren alten Wagen und kauft uns eine neue Hütte. Es kommen regelmäßig Roma-Gruppen nach Wien. Sie dürfen zwar nur am Stadtrand, zum Beispiel auf der Hellerwiese in Favoriten kampieren, aber ihre Handelsgüter und ihre Arbeitskraft sind gefragt. Sie haben so Arbeitsplätze gehabt, da haben sie ihnen das erzählt, da haben sie nachher was in Leiden die Meister geschliffen, die Scharen und so. Also die Bevölkerung hat sie gebraucht, als Kesselflicker. Ein Kupferkessel oder ein Kessel war damals ein sehr wertvolles Stück. Und sie hatten natürlich die Fähigkeit, dass sie das wieder flicken, reparieren konnten, mussten das aber natürlich abseits der Bevölkerung machen. Einerseits verlangt man von ihnen, ihr fahrendes Leben aufzugeben, andererseits erlaubt man ihnen nicht, sich niederzulassen. Schon Kaiserin Maria Theresia ordnet an, dass die Städte, Zitat, zigeunerfrei sein müssen. Auf das Sprechen von Romanes steht die Strafe von bis zu 24 Stockhieben. Beppo hat viele Roma-Familien im Burgenland und Ungarn besucht. 80%, müssen wir sagen, da hinten ist ein Strohsog, sind sie im Sommer herausgekriegen, die Kinder und alles. Nicht in den Wagen drin, weil das wäre zu dampfig gewesen und alles. Sie haben innen einen Ofen gehabt, das haben sie nicht in Freien gemacht und da haben sie gekocht und alles drin. Das ist alles, aber es ist hauptsächlich, hat sich das heraus nachgespielt. Drin gekocht und heraus ist gegessen worden und alles. Da sind sie gesessen, haben sie so Mappen aufgelegt gehabt und das war's. Roma werden geächtet, aber auch romantisiert. Man fertigt Sammelfotos von ihnen an, auf denen sie in Pose gesetzt werden. In Opern und Operetten kommen die sogenannten schönen Zigeunerinnen und die feurigen Musiker vor. Wir haben es in dem Lied »Lustig ist das Zigeunerleben«. Ein völlig absurdes Lied, aber zeigt, nämlich jetzt vom Inhalt her, aber es zeigt sehr gut die Vorurteile. Das ist lustig und frei und diese Freiheit und Ungebundenheit, auch sexuelle Freizügigkeit wird da assoziiert. Hat man Roma zugeschrieben, ist natürlich nur eine Zuschreibung von außen. Und in diesem besonders schön verzierten Wagen wohnte früher ein sogenannter Primasch. Das ist halt ein besonderer Wagen gewesen, das hat man schon gesehen, wenn die gekommen sind, dass man einen Primasch dabei hat, wenn sie mit deinem Wagen aufgefahren sind. Und meistens hat man den nachher eingeladen, dass irgendwo ein Konzert oder dass irgendwas gespielt haben, weil die waren ja ganz gute Musiker. Der Primasch lebt nicht mit seiner Frau oder Familie im Wagen. Dann haben seine Frauen halt was haben gekocht für ihn, aber sie haben nicht drin gewohnt. Das war der Primasch, das war der Chef von dem Ganzen, habe ich auch miterlebt. Da hast du ein Problem gehabt, dass er mit dir geredet hat. Das war nicht so selbstverständlich. Der war gehoben.
Der Primas spielt in der sogenannten ungarischen Zigeunermusikkapelle die erste Geige. Die ungarische Zigeunermusik ist eine von vielen Roma-Musikgattungen. Doch auch Ungarn beansprucht sie als ihre Nationalmusik für sich. Franz Liszt hat aber ein Buch publiziert, in dem er behauptet, dass die ungarische Musik eigentlich von den Roma kommt, von den Zigeunern herkommt. Und das hat sehr große Wellen geschlagen. Dieses Buch ist wissenschaftlich natürlich auch nicht haltbar. Das ist ebenso ein Mythos. Roma beeinflussen und werden beeinflusst. Je nachdem, wo sie leben, nehmen sie unterschiedliche Religionen und Traditionen an und spielen die Musik der Region. Weil wenn ich Berufsmusiker bin, dann spiele ich selbstverständlich das, was die Mehrheit hören will. Um 1900 sind die meisten Roma-Gruppen bereits sesshaft. Manche besitzen Zinshäuser, bei anderen reicht es nur zu einfachen Behausungen. Die Lovarer sind eine Rom-Gruppe, die sich in Floridsdorf am Mühlschüttel ansiedelt, aber weiterhin in Wägen wohnt. Es kommt auf den Beruf jetzt an. Sie waren Pferdehändler und das ist ein fahrender Beruf. Nicht? Also da ist man unterwegs von Pferdemarkt zu Pferdemarkt. Im 20. Jahrhundert geht der Pferdehandel zurück und viele Lovarer satteln auf den Teppich- und Markthandel um. In manchen Gegenden, wie hier in Ungarn, werden Roma in der Zwischenkriegszeit immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sie dürfen nur noch an wenigen Tagen des Jahres in die Städte fahren. Hausen in Erdlöchern, in abgelegenen Siedlungen. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Wiener Stadtverwaltung immer noch auf Feldzug gegen die tschechischsprachige Bevölkerung. Man will den Tschechen das Hausieren untersagen und nur heimische Bewerber dafür einsetzen. Kostmüttern, von denen man annimmt, dass sie daheim Tschechisch sprechen, will man die Pflegekinder wegnehmen. Doch bald wird diese Wiener Politik der Spaltung ein Ende haben. Der Erste Weltkrieg beendet die Vielvölkermonarchie und strapaziert die mittlerweile schwachen Bande zwischen den Ethnien aufs Äußerste. Zu Kriegsbeginn hat man das irgendwie noch sozusagen einen gemeinsamen Feind gesehen, aber das ist natürlich mit der Zeit völlig implodiert. Auch die prunkvolle Krönung Karls in Ungarn kann da nicht darüber hinwegtäuschen. Es ist auch die letzte Krönung, zu der die Kladruber Pferde eingespannt werden. 1919 wird vor dem Parlament die Erste Republik ausgerufen. Bald darauf finden die ersten Wahlen in Wien mit allgemeinem Wahlrecht für Männer und Frauen statt. Unter einem solchen Wahlrecht wäre Karl Lueger nie Bürgermeister geworden. Dann gibt es das allgemeine gleiche Wahlrecht, das Frauen- und Männerwahlrecht. Und dann sind die christlich-sozialen ja plötzlich komplett abgeschlagen. Der Krieg ist verloren, aber für die Tschechen bedeutet das die Freiheit. Rund 150.000 Wiener verlassen die Stadt. In Prag feiert man die Separation von Österreich euphorisch. Die deutsche Bevölkerung der ehemaligen böhmischen Kronländer, die späteren sogenannten Sudetendeutschen, werden angefeindet. Deutschsprachige Schilder werden abmontiert, Symbole der Monarchie übermalt oder entfernt. Die Zeit der Monarchie nennt man ab jetzt Temner, Zeit der Finsternis. Und auch die Kladruber Pferde geraten als Markenzeichen des Hauses Habsburg in Verruf. Alles, was vom Kaiser kam, war verböhnt. 1960, wo man draufgekommen ist, dass man da ein tolles Kulturgut hat, in Kladrubi, sind auch die Kommunisten draufgekommen. Und dann wurden wieder gesucht, wo sind diese Pferde. Und man siehe da, es wurden sogar die Zuchtbücher von den Stallmeistern heimlich weitergeführt. Und dann wurden die Schimmel Stuten wieder zurückgeholt und Hengste zurückgeholt und die Zucht wurde wieder auferlebt.
Aber in den Straßen von Wien sieht man sie heute nicht mehr. Dazu muss man schon nach Oberösterreich fahren. Luise hat ihren Karl mittlerweile geheiratet. Das Ehepaar Luise und Karl Renner kann nach vielen Jahren Tochter Leopoldine nach Hause holen. Luise Renner wird die Volkshilfe mitbegründen. Und der aus armen Verhältnissen kommende Karl Renner wird Staatskanzler der Ersten Republik. Und er wird den ebenfalls in den böhmischen Kronländern geborenen Hans Kelsen damit beauftragen, die Grundlagen der Verfassung unserer Republik zu schaffen. Sie wird vielen anderen Ländern als Vorlage dienen. Der entadelte Karl Schwarzenberg hält sich auch im Weltgeschehen und wird tschechischer Außenminister. So baut das Wiener Lebensgefühl bis heute auf ein gemeinsames Kulturerbe. Da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, nach dem Ersten Weltkrieg hat Tschechien die Technik bekommen, Ungarn die Landwirtschaft und Österreich die Beamten.